In vielen Ländern der Welt können Menschen nicht ungehindert ihren Glauben leben. Davon sind alle Religionen betroffen. Die Menschen müssen sogar um ihr Leben fürchten. Als katholische Institution setzt sich Missio exemplarisch für bedrängte Christen ein. In diesem Jahr mit besonderem Blick auf Pakistan. Hier gibt es im Grundgesetz verankert das sogenannte Blasphemiegesetz. Es verbreitet Angst und Schrecken nicht nur unter Christen. Ja, das Blasphemiegesetz ist ein gefährliches Gesetz, nicht nur für Christen, sondern auch für Muslime und Hindus in Pakistan, weil es einfach oft missbraucht wird, um persönliche Konflikte zu lösen, Rache zu üben, politische Gegner auszuschalten. Deshalb fordern wir die Bundesregierung eindringlich auf, sich in ihren Gesprächen mit der Regierung Pakistans für die Abschaffung dieser Gesetze einzusetzen. Das Beispiel von Asia Bibi steht für viele. Sie ist seit 5 Jahren im Gefängnis und zum Tode verurteilt. Auslöser war ein harmloser Streit am Arbeitsplatz. Später warf man auch ihr Gotteslästerung vor. Hass und Gewalt können schnell zu einem Flächenbrand werden. Hier in Lahore gibt es beispielsweise ein christliches Viertel, das Josef-Kolonie heißt. Dort waren ein Christ und ein Muslim Freunde gewesen. Dann hatten sie einen Streit und plötzlich waren sie Feinde. Daraufhin beschuldigte der Muslim den Christen der Blasphemie. Und so aufgestachelt brannten die religiösen Fanatiker praktisch die gesamte Kolonie nieder. Und genau. Missio setzt sich aktiv dafür ein, dass das Blasphemiegesetz endlich abgeschafft wird. Raus auf öffentliche Plätze, ein breites Publikum ansprechen. Mauer steht symbolisch für Behinderung, Unfreiheit. Wer wüsste das besser als wir in Deutschland? Und wir von Missio möchten mit dieser Aktion aufmerksam machen, dass in über 100 Ländern dieser Erde Menschen allein aufgrund ihres Glaubens Opfer von Diskriminierung und Gewalt werden. Wir wollen ganz bewusst den Raum der Kirche, der Kirchenmauern verlassen, um Menschen allgemein anzusprechen, dass Religionsfreiheit, wie unser Papst Franziskus es sagt, ein Menschenrecht ist und dass dieses Menschenrecht weltweit zunehmend bedroht wird. Material wird ja gestellt. Man muss eigentlich nur einen Platz organisieren. Man braucht eine Gruppe von Leuten, die Spaß hat, diese Aktion durchzuführen. Es geht ohne Werkzeug, kein Schraubenzieher, kein Hammer, auch keine besondere Muskelkraft. Ist ganz easy. Es sind Styroporblöcke, die kann man leicht tragen. Nichts, wir mussten eigentlich ein Thema weiter, deswegen mussten wir uns nicht ins großartig anstrengen. Wir haben es immer weitergegeben, halt nach einer Reihe aufgestellt. Und dann ging das schon eigentlich. Das war eigentlich recht einfach. Ich finde auch schön, dass das als Mauer dargestellt ist, weil das heißt, so ein bisschen der Zusammenhalt irgendwie da ist und dass man auch vielleicht Mauern auseinanderreißen kann. So. Ist auch ein ziemlicher Eyecatcher und spricht wahrscheinlich auch viele Leute an. Also finde ich sehr gut. Also die Mauer mit den Elementen macht es sichtbar. Also auch für Menschen, die erstmal sich fragen, was macht denn diese Mauer hier plötzlich? Also dass Passanten stehen bleiben und sich fragen, was passiert hier. Und für die Jugendlichen haben wir gesehen, es ist was zum Anpacken. Also sie können sich direkt einbringen und beschäftigen sich gleichzeitig aber auch mit dem Inhalt. Und es ist eine ganz lebendige Sache. So, wir laufen gleich durcheinander und auf ein Zeichen hin rennt jeder auf die Position, die auf deinem Zettel steht. Das hast du. Und Position! Sie hat gesagt, wir sollen den Schutz ziehen. Dann habe ich den Schutz. Runter. Hoch. Drehen. Worte werden zu Bildern, die nur durch eine solidarische Gemeinschaftsaktion entstehen. Menschen bewegen sich, um etwas zu bewegen. Die Aktion ist auch politisch, weil wir unsere Bundesregierung auffordern wollen, für die Freilassung von Asia Bibi zu sprechen und vor allen Dingen auch für die Abschaffung des Blasphemiegesetzes in Pakistan. Um diese Forderung zu bekräftigen, werden Unterschriften gesammelt.
Am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, überbringt Missio sie der Bundesregierung.